in the heart of the wasteland, where the sun don't shine, there's a place called Crawler City, hidden from time. Rusty gates creak open to the damned and the lost, where the echoes of the past haunt the ground they cross. Crawl a city where the shadows breathe, a sanctuary for the broken, a place to grieve. In the ashes of the old world we make they live. Wir haben ihn in der Wildnis verloren. Was jetzt? Dann komm zurück und hol die Hunde. Thank you.
Wir haben ihn und das Sangrius. Eine Dosis fehlt. Shit! Was ist mit ihm? Er hatte einiges Brauchbares dabei, jetzt braucht er es nicht mehr. Sehr gut. Komm nach Hause. Entweder bist du total verrückt oder du hast es mega verkackt. Und wenn das Video für dich relevant wird, dann bist du ein Lone Survivor. Willkommen bei unserem Guide für ja, diejenigen, die freiwillig in die Zone 2 gehen, also in die Wildlands, oder die, die unfreiwillig in die Zone 2 müssen. Hier habe ich mal meinen Rucksack gepackt und da sind die Dinge drin, die man benötigt, wenn man da draußen klarkommen möchte. Ich packe jetzt alles mal nacheinander aus und erläutere ganz kurz, warum die das macht. Mein Trinkbecher, echt nichts zu sagen. Ein Wasserfilter. Den braucht man tatsächlich nicht. Den habe ich hier jetzt mit reingebaut oder reingemacht, weil ich es eben halt einfach immersiv finde. Meine Futterschale. Göffel. Nochmal Ersatzessbesteck. Taschenmesser. Feuerstahl zum Feuer machen. Plus Signalpfeife. Hier habe ich ein bisschen Zunder, Vaseline und Wattepads. Loppen zum Saubermachen. Und die kleine Schale. Hier ist mein Hobokocher drin. Man kann natürlich alternativ auch einen Gasbrenner nehmen. Ich finde das aber viel atmosphärischer und deshalb nehme ich den. Hier habe ich noch eine Wasserflasche, kommt das hier drüber und dann kann ich Wasser schöpfen, was ich dann dementsprechend durch den Filter jage. Ist Inhalt mega cool. Entsprechendes Werkzeug, eine Gartenschere, eine Klappsäge und mein kleines Messer. Dieses Werkzeug, das brauche ich unter Umständen, wenn ich einen Stealth Shelter bauen will, um, sag ich mal, dementsprechende Äste, Zweige, Holzstämme, whatever, eben halt bearbeiten zu können. Hier an der Seite mein Funkgerät zur Kommunikation. Hier meine Trinkflasche mit dem sauberen Wasser. So, hier habe ich meine Paracord-Stränge. Dementsprechend alle schon auf unterschiedliche Längen zugeschnitten und gekordelt. Das ist die beste Art und Weise, wie man Paracord, sag ich mal, transportieren kann, ohne dass es vertüttelt. Ja, Paradschlauch, beste Gummi der Welt. Mit einem scharfen Messer oder einer medizinischen Schere hier abschneiden, hast du also immer Gummiband zum Befestigen. So wie dieses hier ist eben halt die beste Art, sag ich mal, mit Gummi zu arbeiten, und das wird nicht spröde und geht kaputt. Das hält ewig. Futter für einen Tag solltet ihr dabei haben. Immer, man kann sich ja immer wieder etwas nachholen, aber wenn du aus dem Bunker raus bist, bist du raus. Das heißt, du kannst da nicht essen, du kannst da nicht handeln, du kannst da nichts mehr drin machen. Es gibt Möglichkeiten, dass man trotzdem noch handeln kann und dass man auch an das Medikament Sangrius rankommt. Aber in den Bunker ein- und auszugehen, ist eben halt als Lone Survivor vorbei. Du bist, sag ich mal, jemand, der in den Wildlands haust. Richtiges Medipack, ganz wichtig. Hier habe ich mein, ich sag mal, Darstellungszeug für die Veranstaltung. Hier habe ich ein richtiges Medipack. Hygienebeutel.
Zahnbürste, Zahnpasta, was zu waschen. Also alles das, was man OT braucht, um sich ein bisschen zu pflegen. Wechselwäsche und ein Handtuch. Ich habe immer ein paar Ersatzsocken dabei, ein Ersatzpaar Unterwäsche und ein kleines Handtuch. Mein Tarnnetz. Schlafsack. Mein Poncho, der auch gleichzeitig als mein Shelter dient. Und eine ganz leichte BW-Isomatte. Und das war's, er ist leer. Also, das sind die notwendigsten Dinge, die ihr braucht. Ob ihr jetzt das alles braucht, das weiß ich nicht. Ihr braucht auf jeden Fall was, wo ihr ein Shelter mit erstellen könnt. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Varianten, die zeige ich gleich nochmal. Ihr braucht einen Schlafsack. Die Isomatte ist nicht unbedingt notwendig, das kann man auch selbst machen. Das wäre mir aber zu aufwendig, weil man ist auf der Flucht. So, das heißt, schnell aufbauen, schnell wieder abbauen. Ein großes Lager kann ich mir nicht leisten, weil unter Umständen muss ich meinen Kram schnell zusammenpacken und dann eine Mücke machen. Das ist das Leben in den Wildlands. Das ist wenig Luxus. Es geht noch weniger. Ja, also ihr kennt ja diese Notfalldecken, die es in jedem Erste-Hilfe-Kit gibt. So, davon gibt es natürlich auch Schlafsäcke, also Notfallschlafsäcke, da gibt es Notfallzelte von. Aber das ist mir dann doch zu minimalistisch. In meinem Alter muss ich das nicht mehr haben, aber das kann man natürlich auch nehmen. Das hier ist so, wo ich sage, naja, das geht noch von der Bequemlichkeit her. Man kann es natürlich auch noch viel bequemer haben, durch die anderen Shelter, die ich habe. Man kann andere Isomatten nehmen. Also das ist eure Entscheidung. Aber Essen, Trinken, also Gefäße dabei haben, Essen für 24 Stunden, dass ihr dementsprechend kochen könnt, dass ihr schlafen könnt, also dass ihr warm seid in der Nacht, das sind Dinge, die müsst ihr eben halt dabei haben. So, ich sag mal, die ganze Ausrüstung hier, ich habe die gewogen, die wiegt etwa 19 Kilo, die ich in meinem Rucksack trage. Dazu kommt noch das, was ich hier an, ich sag mal, Kampfmittelausrüstung habe, die Apokalypse oder die Postapokalypse ist gefährlich, muss man dementsprechend verteidigen können, plus meine Waffe von knapp 3,5 Kilo, also da schleppt man schon ein bisschen was mit sich rum. Wie gesagt, feste Bauten gibt es auf dem Gelände nicht großartig, beziehungsweise die vorhanden sind, die müssen anders genutzt werden. Und deshalb, Lone Survivor in den Wildlands bedeutet das. Ja, ich habe hier weitere Varianten aufgebaut. Zum einen die Variante, die ihr hier drüben seht. Das ist ja eine einfache Gartenplane, 2x3 Meter, kostet 4 Euro. Ist von der einen Seite grün Oliv geschichtet, von der anderen Seite schwarz. Sehr flach gebaut, hier als Diamond. Kann man ganz gut runterkriechen, fällt aber dementsprechend auf. Dann hier, wo ich drauf sitze, das ist mein Biwaksack, das ist ein Gore-Tex-Sack, also mit dem kann man tatsächlich so draußen schlafen. Schlafsack, Isomatte rein,
dann kann man, sag ich mal, überall sehr schnell sich bettfertig machen, sozusagen. Von der Tarnung her, das ist ein holländischer Biwaksack, ist natürlich in dieser Umgebung einfach der Hammer, der verschwindet praktisch. Und wenn du das noch unterm Gebüsch so machst, dann findet dich also wirklich kein Mensch. Also das Ding ist wirklich absolut ideal. Hinter mir ist das ein Mannzelt. Das ist auch eine Variante. Also wer es nicht mag, so im, sag mal, Freien zu liegen, der kann eben halt sich in seinem Zelt verkriechen. Ist allerdings vom Aufbau her ein bisschen aufwendiger als beispielsweise Biwaksack oder aber auch als hier die Low-Cost-Variante. Dann ganz da hinten ist mein Tarp, ist ein 3x3 Meter. Das bietet, sage ich mal, natürlich echt viel Schutz. Hat eben halt den Nachteil, dass es sehr groß ist, wobei es natürlich auch noch andere Arten des Abspannens gibt, so dass man da dementsprechend, sage ich mal, auch noch variieren kann. Man kann es also ganz flach machen, ähnlich wie das hier, aber man hat damit schon eine große Fläche. Bei den Tarp-Varianten und auch bei dem Zelt kann man Folgendes machen. Also entweder man besorgt sich noch ein Tarnnetz, wie ihr es in meiner Ausrüstung gesehen habt, oder aber man tarnt es Natur ab. Wobei ich da den Tipp gebe, also unten rum, wenn man Blätter macht, ist das okay. Gerade bei den beiden, ich sag mal, Planen-Varianten kann man unten rum, sag ich mal, sehr schön das mit alten Blättern machen. Aber oben drüber sollten dann eben halt irgendwelche Äste von Gebüschen mit Blättern sein und so weiter. Weil wenn du da überall Laub drauf machst, dann drückt das manchmal wirklich zusammen. Das wären die Varianten für den Shelter. Thank you.